Goodie, willkommen zurück zu Let's Play Children of the Neil, Kinder des Nils. Wir sind wieder da und werden uns jetzt darum kümmern, eigentlich den Kulttempel zu erbauen. Ich muss bloß einmal ganz schnell wieder schnell schalten. So, dann kann es auch ganz normal weitergehen. Der ist wichtig und natürlich die großen Statuen, die wir jetzt schon importieren, denn endlich haben wir die Handelsroute auch ordentlich abgeschlossen. Dementsprechend haben wir auch schon eine und wir haben sogar schon wieder ein paar kleinere. Eine der Statuen wurde bereits reingebracht, dadurch, dass wir unseren Aufseher haben, der alle Bauvorhaben erst einmal beobachtet. Und gegebenenfalls können wir den jetzt auch erstmal einsetzen, um die ganzen Feinkalksteine abzubauen. Die wollen alle Ptah besuchen. Es tut mir echt leid. Ich konnte bisher keinen großartigen Kulttempel bauen, weil wir A, die Statuen sowieso nicht haben und B, das alles ziemlich schwer zu realisieren ist. So, wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. 150 Steine brauchen wir jetzt, um diesen Kulttempel fertig zu bauen. Ich bin jetzt 13 geworden. Wahrscheinlich bin ich zwischendurch schon mal gestorben, als ich einen Kaffee holen gegangen bin. Nö, sieht gut aus. Auf dem Weltlevel wurde ein neuer Ort entdeckt. Gucken wir mal. Ja, speichern wir lieber. Und der Test ist ja auch nur ein Test. Das alles hier ist nur ein Test. So, wir könnten kleine Stelen als auch große Stelen holen. Kostet nicht viel. Nehmen wir einfach mal welche mit. Dann haben wir die schon mal. Die Handelsroute ist ja auch soweit freigeschaltet worden. Und die ganzen Dinge, die laufen müssen, wie Schule, Schreine etc. pp., laufen alle. Das ist gut. Und wenn jetzt auch der Kulttempel bald läuft, dann ist sowieso alles perfekt. Der ein oder andere hat sich hier auch noch was hingebaut, so einen kleinen Schrein oder sowas. Mittleres Anwesen. Wir haben sehr viele mittlere Anwesen, aber kein großes bisher. Das wird wahrscheinlich erst mit dem Kulttempel dann passieren. Aber wir könnten schon weitere Leute hier mit hinsetzen, weitere Bauern, die für uns arbeiten. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, das reicht fürs Erste. Es werden ja jetzt bald die nächsten Anwesen dann auch sehr groß. Neue ägyptische Stadt. Wir können jetzt stehlen, einkaufen. Dementsprechend brauchen wir die weiteren Bauern auch. Denn ansonsten können wir uns das nicht leisten. Aber die Basaltstatuen, die kann ich bald einstellen. Denn ich denke mal, dass wir alles hier so schnell als möglich auch mit Statuen eindecken können. Wir haben noch 40 Steine übrig, 20 werden gerade noch hingebracht. Das heißt, wir sind bei 120 ungefähr. Demnächst bauen wir den Palast aus. Und dann fangen wir an mit den Pyramiden. Wir brauchen nur noch einen weiteren Aufseher, der die Bauvorhaben hier oben beaufsichtigt. Unsere Arbeiter müssen ziemlich weit laufen, aber da müssen sie einfach mal durch. Boah, ist noch weiter oben hier. Wir müssen an dem ganzen Bauerndorf vorbei. Ja gut, geht nicht anders. So, da kommt der nämlich hier oben mit hin. Schilf ist hier auch nicht in der Nähe. Das heißt, der muss seine ganzen Sachen hier unten beziehen. Aber es gibt hier noch einiges zu verkaufen, Gott sei Dank. Oje. Ah. 30 Steine werden noch hingebracht. Dann sind wir bei 115 plus 30. Oh, das kommt hin. Dann sind wir schon fast fertig. Dann steht der Kulttempel, der kleine Tempel. Hier haben wir schon Hathor und Ptah. Und aus Ptah wird jetzt Bastet. Ja, könnte man reinnehmen. Aber ich glaube, ich nehme lieber Harpy. Harpy wollen sie komischerweise immer. Genauso wie Hathor. So, Milch ist im Kaffee.
dann kann alles nur gut werden. ...38 bediente Kunden im letzten Jahr, allein für Osiris. 112 bediente Kunden im Krankenhaus. Alle sind soweit zufrieden, es gibt kaum irgendwelche Leute, die Probleme haben, und die paar, die Probleme haben, sind wirklich geringfügig Probleme. Ja, die einzigen, die rumheulen, sind diejenigen, die nicht in den Kulttempel gehen konnten, aber die letzten 20 Steine werden hingebracht. Und die Steine, die jetzt noch kommen, werden wir schon mal für Wandbilder opfern. Und die ersten Stelen müssten auch schon da sein. Ja. Ist das jetzt eine große Stele? Ich glaube schon, ne? Ja, muss, weil kostet mehr. Also ist sie groß. Guti, dann bauen wir jetzt schon mal die Stele mit hin. Für die Erforschung des Fayum kriegen wir dafür 6 Prestige. Die kann irgendwo stehen, wo sie uns nicht nervt. Oh, es gibt jetzt nicht so viel Platz, ne? Hier. Ach, kostet auch schon wieder 25 Ziegel. Na gut, geht nicht anders. Aber dafür bekommen wir weiteres Prestige, das wir nutzen können. Oh, er ist jetzt sehr unzufrieden, weil er kein Fest besuchen konnte. Er konnte nicht auf die Jagd gehen. Er konnte nicht mit einer Yacht segeln. Und dann konnte er noch nicht mal zu Horus beten. Oh Gott, hier ist was los. Vielleicht sollte er mich gleich verlassen. Gut, wir bauen unseren Garten noch aus. Sind jetzt bei 12 Prestige. Und dann werden wir wirklich so langsam anfangen, mit dem nächsten Aufseher das Ganze oben abzubauen. Also bitte ein Aufsehergebäude hier mit hinstellen. Und du bist nur für den Kalkstein zuständig. So, das Ding wurde hingezimmert, beziehungsweise ist jetzt gerade am Aufbau. Das ist schon mal das Fundament. Der Priester hat sich wieder Papyrus gesichert und das nicht zu knapp. Aber wir haben noch 45 Papyrus, haben sehr viel für Exporte ausgegeben. Der Kulttempel ist auch fast fertig, Gott sei Dank. Die Stele ist fast fertig. Hier werden auch gleich die ganzen Ziegel mit hingebracht. Und wenn ich das richtig sehe, müsste Gori wieder da sein. Gori? Scheint das jetzt oben? Nee. Aber der müsste wieder da sein. Die Übertragung läuft wieder. Ich bin wieder live. So, da kommen die mit der Stele an. Sehr schön. Das läuft. Und wie das läuft. So, und da wird jetzt unser Tempel mit hingebaut. Zusammen mit unserem Palast. Ich habe mich nämlich eben gewundert, warum das so ruckelt. Aber klar, der Gori ist wieder da. So, wir haben jetzt noch 2 große Statuen, 12 kleine. Die können wir weiterhin nutzen. Ne, ich habe 0 Zuschauer. Der hat einfach so die Übertragung wieder gestartet. Vielleicht, weil Gori gerade wieder online gegangen ist. Das kann durchaus sein. Und geschafft. Mit diesem Monument wird all unserer ruhmreichen Entdeckung im Fayum gedacht. Sobald wir die nächste Stele haben, bauen wir sie gleich wieder auf. Und wir könnten auch gleich eine große Statue bauen. Großes Standbild des Pharaos. 35 Ziegel plus eine große Statue. Ach, da kann ich doch lieber meinen Palast ausbauen, mal ganz ehrlich. Her mit dem Brunnen.
Jo, wird gebaut. Und dieser Tempel wird Ptah gewidmet. So, jetzt bringen sie nämlich gleich die große Basaltstatue hin. Und wir brauchen eigentlich noch einen weiteren Schreiber. Der Tod nicht anbeten konnte, den Schutzpatron der Schreiber. Nein, sowas. Ah, die sind ausgezogen. Jetzt habe ich zu viele Bauern. Das auch noch. Ach, naja, nicht schlimm. Ich habe noch genügend Arbeiter. Du bist nur für den Feinkalkstein zuständig. Das hatten wir dir schon gesagt. Er geht jetzt schon mal rüber. Das heißt, die Arbeiter machen sich jetzt auch auf den Weg. Die gehen jetzt arbeiten. Da kommt schon die große Statue. Hierfür. Und dann werden wir die kleinen Statuen schon mal nicht mehr importieren. Und auch die großen Statuen brauche ich nicht mehr. Was ich aber brauche, ist der Feinkalkstein. Den werden wir jetzt schon mal importieren. Da müssen wir gucken, wo wir die sehr große Pyramide mit hinsetzen. Denn die ist, so wie ihr Name sagt, sehr groß. Wow. Neuer ägyptischer Standort, Tura. Zu dem Ort wurden zumindest schon mal Beziehungen aufgenommen, das ist gut. Die Beulenpest ist auch da, juhu. Wieder was gekonnt. Er will Quarz holen, na dann viel Spaß. Musste an der großen Pyramide wohl vorbei. So, das dauert. Das dauert jetzt ewig. Ewig und drei Tage. Eine neue Stele ist da, dann können wir zumindest schon mal wieder eine aufbauen für die Expedition in die östliche Wüste. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir werden bald sterben. Und da müssen wir schon mal wieder für ein bisschen Prestige sorgen, ansonsten können wir uns den Aufseher nicht mehr leisten. Hier oben bauen sie schon wieder ab. Macht sich wirklich bezahlt. Nein, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Ihr Prestige steigt. Wir sind bei 20, allein wegen dem Palast und wegen der Propaganda auf der einen Stele, die wir gebaut haben. Und wir brauchen nur noch den Tiergarten, sprich 50 weitere Ziegel. Wir haben sehr viele Ziegel jetzt für den Handel ausgegeben und natürlich für die Stele, die wir gerade bauen wollen. Weitere Ziegel werden noch mit hingebracht. Sobald wir die letzten 50 Ziegel haben, werden wir auch den Rest fertig machen. Gut, jetzt heißt es nur noch Steine abbauen. Und zwar so schnell wie möglich. Ihr seid gut dabei, Leute. Wir dürfen auch wieder 68 Bauern haben, sind noch bei 58, alles ist gut. Und diesmal gibt es eine hohe Überschwemmung. Ich wusste, dass das hier alles nachher überschwemmt sein wird. Ungewöhnlich hohe Flut, ja, das ist mir dann auch aufgefallen. Aber glücklicherweise ist nichts im Wasser gelandet. Wir haben also noch alle Möglichkeiten der Welt. Unseren Leuten geht es gut. Die letzte Stele fehlt mir noch. Könntet ihr eigentlich schon mal hinbringen, aber ihr habt erstmal den ganzen Feinkalkstein eingekauft. Ja, besser als nix. Gut, der Tiergarten kommt auch. Wir sind jetzt schon 15. Juhu! Ach,
wenn die Stele fertig ist, dann sind wir eigentlich auch soweit durch. Wir müssen alles ziemlich weit tragen, es geht nicht anders. Ihr wartet gerade auf den Aufseher. Der ist bestimmt noch unterwegs. Da ist er. Er kommt. Die restlichen Leute tragen da schon mal raus, was abgebaut wurde. Toll, ich war gerade beim Zuhören. Wo wollt ihr hin? Achso, Feinkalkstein holen. Ja, ist auch wichtig. Eigentlich brauche ich noch viel mehr Arbeiter. Heißt, theoretisch müsste ich die ganzen Handelsrouten einstellen, die nichts damit zu tun haben mit unserer Arbeit hier. Aber ich brauche die Stelen. Und ich werde wahrscheinlich auch nochmal den Sinai erkunden, genauso wie Zypern. Allein schon, um die ganzen Handelsrouten zu bekommen. Und... ja, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir. Wir könnten auch die 40 Prestige holen. Aber dafür bräuchten wir noch 200 Kalksteine. Nee. Dann erforschen wir den Sinai noch und Zypern und dann gucken wir mal, was da noch kommt. So, der Palast ist fertig. Gut, dann werden wir hier jetzt auch bald weitere Punkte bekommen. Und wenn diese Stele fertig ist, dann ist auch alles gut. Steht schon bereit. Ich brauche weitere Arbeiter. Neue ägyptische Standorte. So, und ich baue die Arbeiter jetzt gleich hier oben mit hin. Ich will aber erstmal weitere Ladeninhaber haben. So, du bist zuständig für Matten. Du bist zuständig für Körbe. Du für Leinen, du für Töpferwaren. Ja, hier passen sonst nirgendwo mehr Arbeiter mit hin. Null Leute. Toll. Keiner will dort beten gehen. Hauptsache, sie heulen alle nach Religion. 38 sind mit Gesundheitseinrichtungen unzufrieden. Warum das? Warum seid ihr damit unzufrieden? Verhandelt Rechtsfälle. Wo ist denn eigentlich meine Apotheke da unten? Na gut, die wird nie betrieben. 131 bediente Kunden im letzten Jahr. Ui, das dauert. Das dauert noch richtig lange. Ich brauche noch wesentlich mehr Leute. Gut ist, dass hier oben schon mal ein bisschen was abgebaut wird. Ich glaube, ich brauche noch einen größeren Schwung, einen viel größeren Schwung an Arbeitern. So, kostet zwar wieder einiges an Ziegeln, aber es geht nicht anders. Habt ihr noch ein bisschen was zu verkaufen? Genug, genug. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Matten, Körbe, Leinen. Töpferwaren. So, hier kommen jetzt weitere Arbeiter. Die können uns dann helfen bei der Arbeit, sowohl hier als auch bei der Pyramide. Da werde ich beerdigt. Das ist übrigens meine. Nur Pharao, ganz genau. Was für ein Prunkstück. Eigentlich wunderschön. Ach, die Stele haben wir dann auch mal hingeschafft. Na, sehr schön.
Wir sind jetzt immerhin schon bei 25 Prestige. Und leider kommt nicht viel Prestige durch die weiteren Stelen hinzu. Aber stehen schon mal wieder weitere da, das ist gut. Könnten wir hier auch mit hinstellen. Stele. Expedition nach Zypern. Immerhin, die ist fertig.